hingeben und hingegeben werden. 1. Johannes Kapitel 3, Verse 16 bis 18. Übersetzung Schlachter 2000. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Liebe sucht nicht das, was einer hat, sondern was einer ist. Das immer unterscheiden zu können, fällt nicht wenigen Menschen schwer. Manchmal ist die Enttäuschung und Ernüchterung groß, wenn man merkt, dass man von anderen nur über seinen Besitz definiert wurde und die Liebe schwindet, wenn man nichts mehr zu bieten hat. Das ist so leider nicht selten die Realität. Paulus wusste um diese Dinge und legte daher Wert darauf, zu betonen, niemandem zur Last gefallen zu sein oder sich durch List und Tücke irgendwelche Sympathien erschlichen zu haben. In 2. Korinther Kapitel 12, Vers 15 steht: Ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen. Sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Paulus war nicht liebevoll und freundlich, weil er etwas wollte, sondern weil er etwas geben konnte. Dass hinter Engagement, Hingabe und Präsenz einfach auch ehrliche Liebe und ungeheucheltes Interesse stecken kann, fällt einem heutzutage wohl immer schwerer zu glauben, weil man davon ausgeht, dass jeder irgendwo doch nur seinen eigenen Vorteil im Sinn und Blick hat. Leider auch manchmal unter Christen. So ein sündiges Denken ist bei Paulus und sicherlich auch vielen anderen heutigen Christen schlichtweg falsch und nicht zutreffend. William MacDonald schreibt in seinem Bibelkommentar: Hier erhalten wir einen sehr schönen Einblick in die nicht zu unterdrückende Liebe des Apostels für das Volk Gottes in Korinth. Er war bereit, sich gern für ihre Seelen in unermüdlichem Dienst und Opfer hinzugeben, das heißt für ihr geistliches Wohlergehen. Er liebte sie mehr, als die Irrlehrer in ihrer Mitte es taten, doch wurde er von ihnen weniger wiedergeliebt. Doch das war für ihn nicht ausschlaggebend. Auch wenn er nicht auf Gegenliebe von ihnen hoffen konnte, würde er sie doch weiterhin lieben. Darin folgte er völlig dem Herrn. Soweit. Wenn jemand wie Paulus immer wieder gerne von Jesus Christus redete und sich dabei vielleicht auch manchmal wiederholte, machte er das wohl kaum, um sich zu entschuldigen oder zu verteidigen, sondern tatsächlich aus ungetrübter Liebe und aufrichtiger Sorge um seine Glaubensgeschwister und weil ihm die Botschaft des Evangeliums einfach zu wichtig war, als dass er sie irgendwie unter den Teppich kehren konnte oder wollte. In 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 19 lesen wir: Schon lange werdet ihr denken, dass wir uns vor euch verteidigen. Wir reden jedoch in Christus vor Gott. Aber das alles geschieht, meine Lieben, zu eurer Erbauung. Paulus hätte sein Leben gelassen für seine Glaubensgeschwister. Und wenn wir die außerbiblischen geschichtlichen Berichte lesen, wissen wir, dass es tatsächlich so gekommen ist. Die meisten Historiker nehmen das Jahr 67 nach Christus als Todesjahr von Paulus an, dass er nämlich unter Kaiser Nero den Märtyrertod gestorben ist und enthauptet wurde. Das gilt als wahrscheinlich. Was macht wahre Liebe aus? Sie ist nicht auf Gegenliebe angewiesen. Sie sieht das Wesentliche und hat ein Ziel. Paulus drückte dies in seinem bereitwilligen Dienst für die Gemeinde in Korinth aus. Das tat er gerne. Deren geistliches Wohlergehen lag ihm am Herzen, auch wenn er das so nicht zurückbekommen hatte und teils missverstanden wurde.
Er blieb sich aber hier treu und folgte damit ganz der Gesinnung seines Herrn Jesus Christus. Auch uns kann das so geschehen, dass unsere Motive manchmal in Frage gestellt werden und manche denken, dass wir uns verteidigen müssten. Wer praktisch liebt, wird manchmal argwöhnisch gesehen, weil man sich leider immer weniger vorstellen kann oder vorstellen will, dass jemand sich für andere regelrecht aufopfert um der Sache des Glaubens willen. In Philipper Kapitel 2, Verse 14 bis 18 schrieb Paulus: Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Wenn wir für den Glauben arbeiten, tun wir dies wirklich, um anderen zu dienen? So ein wenig Selbstgefälligkeit spielt vielleicht dennoch immer irgendwie mit. So ein Stück Eitelkeit und Geltungswunsch steckt vermutlich immer noch in uns drin. Zumindest im Vergleich zu Jesus Christus oder auch Paulus, der sein offenes Herz sozusagen auf der Zunge trug und von der Gnade und Liebe Jesu so im positiven Sinne vereinnahmt war, dass er seine Glaubensgeschwister tatsächlich von Herzen liebte und ihnen kompetent diente, ohne an sich selbst zu denken. An ihm dürfen wir uns sicherlich ein Beispiel nehmen und müssen uns auch nicht verteidigen, wenn wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern unseren geraden Weg gehen wollen, um zu lieben, zu dienen und füreinander da zu sein im Namen Jesu Christi nach Kräften. John MacArthur schreibt in seiner Studienbibel Folgendes: Paulus wollte bei weitem nichts von den Korinthern nehmen, sondern wollte ihnen etwas geben. Das Verb, das mit Opfern übersetzt ist, bezeichnet das Spenden von Geld und beschreibt wahrscheinlich Paulus' Bereitschaft, seinen Lebensunterhalt mit eigener Arbeit zu verdienen, solange er in Korinth war. Apostelgeschichte 18,3. Mit dem Ausdruck geopfert werden beschreibt Paulus seine Bereitschaft, etwas von sich selbst zu geben, sogar bis zum Punkt der Selbstaufopferung seines Lebens. Solche Menschen wie der Apostel Paulus haben sicherlich eine ganz besondere und von Gott auferlegte Berufung gehabt. Wir werden heute höchstwahrscheinlich auch nicht aufgefordert werden, unser Leben für unsere Glaubensgeschwister zu geben. Heute gibt es keine Apostel mehr. Aber sicherlich nach wie vor hingebungsvolle Christen, die ihre Lebensprioritäten nicht den Eitelkeiten der Welt und der Gesellschaft geben wollen, sondern mit ihrer Zeit, ihrem Geld, ihrem Einfluss und ihren Talenten, Gaben und Möglichkeiten dazu beitragen möchten und wollen, die rettende Botschaft des biblischen Evangeliums weiterzugeben, auf die eine oder andere Art und Weise, und Christen in ihrem Leben und in der Nachfolge sowie der Heiligung nach Kräften zu unterstützen. In Kolosser 4, Verse 2 bis 6 schreibt Paulus Folgendes: Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Im Eingangstext stand, dass wir nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Das beinhaltet, dass wir nicht nur tröstende und gut gemeinte Worte für andere Mitchristen übrig haben sollen,
wenn diese leiden oder sonst irgendwie hilfsbedürftig sind, sondern auch schauen, ob und wie ich selbst praktisch helfen kann. Nicht zuletzt, wie gelesen, durch Gebet und Fürbitte, denn Gott hat immer alle Möglichkeiten, zur rechten Zeit und in rechter Art und Weise zu helfen oder auch andere Christen zu mobilisieren, aktiv zu werden, wo es Not tut und wo er einen darauf aufmerksam macht. Sicherlich kann nicht jeder immer für alles zuständig sein und Gott weiß das, aber dort, wo Gott uns auf etwas aufmerksam macht, dort können und dürfen wir auch, wenn wir die Möglichkeit haben, helfen und aktiv sein oder zumindest auch beten, weil das ist immer das Wichtigste. William MacDonald schrieb: Wenn wir diese echte und aktive Liebe unseren Geschwistern entgegenbringen, dann werden wir wissen, dass wir aus der Wahrheit sind. Und das wird unser Herz zur Ruhe bringen, wenn wir zu Gott im Gebet kommen. Anderen Menschen zu helfen, besonders den Glaubensgeschwistern, schenkt uns tatsächlich diesen göttlichen Frieden in unserem Herz. Einen Frieden, den diese Welt nicht kennt und auch nicht kennen will. In 1. Johannes Kapitel 4, Verse 7 bis 11 steht: Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Amen.